Nächste Haltestelle, eine neue Folge Fallout 4. Bitte aussteigen. So, da sind wir wieder. Vielen Dank fürs Mitnehmen, junger Mann. Ich habe mir zwei Dinge erlaubt. Das eine seht ihr hier schon. Ich habe Dogmeat ausgetauscht gegen Preston Garvey. Ja, ich weiß, ich höre quasi den Aufschrei. Aber ich habe auch schon festgestellt, der gute Kerl kann genauso gut im Weg stehen wie der Hund. Und dann habe ich mir erlaubt, mir den Rest von Lexington anzuschauen. Und das alleine und im Off. Allerdings habe ich mir fünf Sachen gemerkt, die ich euch dann doch noch zeigen möchte. Das meiste war recht uninteressant, auch sogar die Red Rocket Station da hinten und so. Also man hat ein bisschen Kleinkram gefunden. Ansonsten gab es eigentlich nicht viel Interessantes. Aber fünf Sachen möchte ich dann doch noch mit euch zusammen anschauen. Denn es sind zum Teil verschlossene Sachen, die ich noch nicht geöffnet habe, einfach damit ihr dabei seid. Oder halt noch Orte, die ich noch nicht untersucht habe, genauer. So, und den ersten suche ich eigentlich gerade schon wieder. Ich weiß nämlich gar nicht so genau. Ach nee, nehmen wir erstmal einen anderen. Nehmen wir erstmal eine Sache, die wir eigentlich schon kennen, die ich aber übersehen habe. Ich habe jetzt nochmal komplett eine Runde durch die ganze Stadt Lexington gedreht. Und dabei ist mir noch was aufgefallen. Und zwar erinnert ihr euch an den Raider Psycho-Typen, der hier oben auf dem Dach saß, in seiner Power-Rüstung. Ich glaube, das war die letzte Folge im alten Jahr. Die spezielle lange Folge. Genau, hier oben war er mit seinem wunderhübschen Schlafzimmer mit den abgetrennten Köpfen und hier dem abgetrennten Kopf in der Spüle. So, und während wir mit ihm gekämpft haben, bin ich auch irgendwann tatsächlich mal hier hochgelaufen und darüber gesprungen. Hab ihn hier beschossen und bin dann aber beim ersten Versuch oder so, glaube ich, gestorben. Wenn man hier aber um die Ecke rumgeht, steht in der Ecke noch eine kleine Kiste. Und hier finden sich tatsächlich noch ein paar Kronkorken, Patronen und Rüstungsteile und eine Pistole. Also hier die Kiste ist hier noch so ein bisschen in der Ecke versteckt. Die habe ich damals übersehen. So, das war die eine Sache. Folgen noch vier und dann sind wir mit Lexington hoffentlich fertig. Wenn wir da jetzt nicht noch irgendwas finden, was ein erneutes Zurückkommen erforderlich macht. So, weiter, 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 weiter. So, jetzt muss ich selbst gerade mal gucken, wo das denn war. Das war nämlich das erste, was ich vorhin entdeckt hatte. Deswegen weiß ich gerade gar nicht mehr so genau, wo es überhaupt war. Es war auf jeden Fall, ich glaube, ich glaube, es war hier irgendwo in der Ecke. Moment, hier ist der kleine Park. Dann war das hier irgendwo. Genau, hier. Hier ist noch ein Terminal mit einer Tür daneben, die ich noch nicht geöffnet habe. Hier liegt ein, genau, ein toter Ghoul. Ein Plünderer Ghoul. So, und da dachte ich mir, können wir das Terminal mal zusammen hacken? Das ist ein verbessertes. Und ja, ich bin mal gespannt, was hinter der Tür ist. Denn ich nehme mal an, dass das Terminal die Tür öffnen wird. So, dann schauen wir doch mal. Ich versuch's mal mit Manhood. So, Treffer gleich 1. Na wow. Dann schauen wir mal. Teacher. Nee. Decrease. Kann es auch nicht sein. Recover. Nee. Knowing. Auch nicht. Failure. Das könnte sein. Leider nein. Treffer 0. Auch das noch. Capture. Kann es dann auch nicht sein, wegen dem A an zweiter Stelle schon alleine. Jungles. Das könnte sein. Auch nicht. Oh Mann, Treffer 1. Jetzt wird's allerdings ein bisschen. Jetzt wird's happig, denn ich habe nur noch einen Versuch. Ah, schauen wir mal, ob das noch was wird. Okay, wenn ich es mit dem ersten Wort vergleiche, könnte das hinkommen. Beim zweiten aber nicht mehr, wegen dem E am Ende
Und da dürfte ich keine Übereinstimmung haben. Grocery. Nee. Hearted. Das D am Ende. Das könnte sein. Ich gucke noch gerade das letzte Wort an. Mist, das könnte es auch sein, oder? Verdammt, eins von den beiden. Oder vertue ich mich da jetzt? Wenn ich es mit dem ersten Wort vergleiche, ist das D hinten der eine Treffer. Mit dem zweiten hat es keine Gemeinsamkeit. Und mit dem Jungles ist das E. Ach, verdammt. Die können es beide sein. Jetzt halt die Frage, riskiere ich's und benutze eins davon? Oder fange ich nochmal von vorne an? Ich versuche es einfach. Komm. Scheiße. Sperre einleiten. Dieses Terminal wurde gesperrt. Es wird in 10 Sekunden zurückgesetzt. Ah, okay. Ja, in Fallout 3 war man nicht so gnädig dann. Dann wurde es komplett gesperrt. Doof, dann gehen wir erstmal woanders hin. Dann, obwohl, nee, die anderen Sachen sind so weit weg. Nee, ich muss das direkt hier nochmal versuchen. Die anderen Sachen liegen eigentlich alle am anderen Ende der Karte, mehr oder weniger. Sind das 10 Minuten, 10 Sekunden gewesen schon? Ja, können wir schon wieder. Ach Mann, wie ärgerlich. 50-50 Chance. Na gut, dann versuchen wir es mal hier. Looting mit den zwei O. Kein Treffer. So, dann kann es das schon nicht sein. Das auch nicht. Das nicht, das nicht. Oh, das war ein gutes Wort. Alles, was mit L anfängt, kann es schon nicht sein. Oder was ein O da hat an den Stellen, kann es auch nicht sein. Das könnte es sein. War es aber nicht. Treffer 1. Nee, das kann es auch nicht sein. Es hat zu viele Übereinstimmungen. Das nicht. Das auch nicht. Oh je. Das wird ja dann hoffentlich jetzt eins der letzten beiden sein, sonst habe ich was falsch gemacht. Muss es eigentlich das hier sein? Ist es auch nicht. Verdammt. Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich übersehen? Mist. Irgendwie schaffe ich das gerade nicht mehr. Was ist denn jetzt los? Ich lose voll. So, jetzt versuche ich es noch einmal. Ist ja ätzend. Bisher habe ich das doch immer ganz gut geschafft. Ist ja furchtbar. So. Treffer 1. Auch nicht. Treffer 0. Ich versuche das mal, ich versuche mich gerade mal zu konzentrieren, deswegen bin ich ein bisschen leise jetzt. Nee, das könnte es nicht sein. Das auch nicht. Das könnte sein. Ist es auch nicht? Was denn los hier? Verdammter Mist! Komm, geh mal weiter hier. Melissa ist das nächste.
doch nicht. Ich krieg dieses scheiß Terminal nicht auf. Das kann jetzt nicht wahr sein. Was ist denn hier los? Ja, Terminal wurde gesperrt. Oh, immer noch gesperrt. Bleibt das jetzt gesperrt? Mist, darf man das nicht? Faron zweimal? Ist es dann komplett gesperrt? Ach komm schon. Nee, jetzt kann ich wieder. Gott sei Dank. Och Mann. Ich glaube, ich muss da mit einer anderen Taktik drangehen. Ich rate einfach. Irgendwas stimmt doch hier gerade gar nicht. Falsch. 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 Schade. Gesperrt. Okay, lassen wir das sein. Da muss ich später nochmal drauf gucken. Keine Ahnung, was jetzt gerade los ist, aber irgendwie kriege ich den Mist gerade nicht entsperrt. Bevor ich jetzt hier 30 Minuten vor dieser dämlichen Tür stehe, gehen wir lieber weiter. Und zwar hinter dem Super-Duper-Mart gibt es einen, ja, umgekippten LKW. Boah, wie mich das gerade ärgert mit diesem Schloss. Was geht denn? Verstehe ich nicht, dass das gerade überhaupt nicht funktioniert. Was denn los? Normalerweise kann ich das doch. Das geht ja mal gar nicht klar jetzt. So, hier hinten ist ein umgekippter LKW. Hinter dem Super-Duper-Mart. Und da ist einfach eine verschlossene Kiste drin. Wollte ich euch zeigen. Achso, und hier hinten kann man so... Hier sind Bretter hingelegt. Und hier oben ist der quasi wie bepflanzt, so ein bisschen. Aber da liegt eigentlich auch nichts, also ist nichts Interessantes. So, und in dem Anhänger hier liegt zum einen diese nackte Schaufensterpuppe mal wieder rum. Und dann lag hier noch ein Strohkissen und dann ist hier halt diese Kiste, die abgeschlossen ist. So, hoffentlich schaffe ich das jetzt wenigstens. Ja, dieses Terminal geht mir mal richtig auf den Keks gerade. Keine Ahnung, was da los war. Na komm schon. Ach Mann. Oh, das ist voll die Loser-Folge gerade. Ich krieg gerade nichts auf die Reihe. Ich weiß nicht, was los ist. Oh wow, ein Red Away. Na gut, okay. Muss man mit rechnen. Das ist das. Und dann haben wir hier schon den nächsten Ort, das Parkhaus. Da war ich kurz drin. Da sind aber dann noch... da ist eine Tür, die ein bisschen... Ja, hervorgehoben ist, möchte ich mal sagen. Und da wollte ich dann noch nicht alleine reingehen. Da dachte ich, nehme ich euch lieber mit. So, das ist das Parkhaus hier. Genau, und da um die Tür geht es mir. Ansonsten hat man hier so einen kleinen Raum. Hier lagen Patronen und eine 10mm Pistole. Ansonsten war hier nicht großartig was los. Insgesamt habe ich in der Stadt noch ein paar Ghule getroffen. Hier, das fand ich ganz witzig, dass der leuchtende Pilz genau hier an der Ecke drin wächst, wo der Scheinwerfer quasi wäre. Das passte ganz gut. Und es gibt noch ein Deck weiter oben, da stehen aber auch nur ein paar alte Autos. Ja, und hier Parkhaus. Da kann man halt rein. Restricted Area. Da dachte ich, schauen wir uns mal zusammen an. Okay, ich habe schon die Vermutung, dass hier gleich wieder irgendwer aufsteht. Oder so. Ja, Preston, dann zeig mal, was du kannst, falls wir hier irgendwie Probleme kriegen. Wohl, die sind tatsächlich tot hier. Das trifft sich ja gut. Ach, guck mal hier. Was für ein Auto das ist. Oh, hier liegt einer, den hat es ein bisschen zerfetzt. Da hinten steht jemand. Kann der Preston sich direkt mal beweisen? Lederrüstung, Zeitungsverkäuferkappe. Wo trägt er die denn bitte? Er hat keinen Kopf. Huh! Oh! Oh, der war aber jetzt schneller hier, als ich dachte. Hallo, Preston? Wo... Oh! Oh, Mann! Oh, Mann! Das sind ein paar mehr, als ich dachte. Außerdem. Oh, das ist aber schlecht jetzt. Preston? Preston? Wo bist du? Okay, Planänderung, Waffenänderung. Meine Güte. Ach toll. Ja, wenn man dann auch noch nicht mal trifft, ist natürlich ganz, ganz großartig. Na. Ja, war eigentlich ganz gut, dass ich gewartet habe mit dem Untersuchen dieses Ortes.
Sonst hättet ihr ja die Action verpasst. Wow! 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 Oh nein, ein Auto! Ein brennendes Auto! Weg, 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 weg! Oder? Geht das noch in die Luft oder nicht? Ich weiß es nicht. Besser nichts riskieren, ne? Lass mal warten, bis die Flamme da hinten aus ist. Oder? Ja, okay. Okay, ich glaube, es war schon ausgebrannt. Glücklicherweise. Ja, wo ist denn mein Kollege hier, der Preston? Er liegt wahrscheinlich irgendwo schwer verletzt am Boden. Oh, da war irgendwie... Da war eine ID? Habe ich das richtig gelesen? Verdammt. Aber ich muss mir echt drauf achten, was ich einsammle. Da war irgendwas mit ID, meine ich. Na... Nee. Ah, keine Ahnung. Irgendwas war da. War mir jetzt nicht sicher, was ich da eingesammelt habe. Sollte ich echt mal mehr drauf achten. So, das da bewegt sich, glaube ich, nur so noch. Ach, und der Preston sitzt da hinten. Wer hat denn hier was von Päuschen gesagt? Ach nee, das bewegt sich, weil es noch lebt. Okay. So, was haben wir hier? Kühlmittel? Ja, Kühlmittel. Ja, steh mal auf. Helf mir mal. Macht der hier Pause? Der Junge. Gibt's ja wohl nicht. So. Gesundheit, Hund. Mein Hund musste niesen. Er steht vor mir und musste niesen. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber... So, was haben wir denn hier drin? Was ist hier eigentlich eben... Was ist denn hier eben explodiert? Frage ich mich. Na, komm schon. Okay. Stimpak und Radix. Hier liegt eine Nuka-Cola. Apropos, ich glaube, ich nehme mal einen Schluck. Trinken wir die direkt mal. Splittergranate, Molotow-Cocktail. Okay. Achso, war das hier der... War das der Feuerlöscher, der explodiert ist? Aber... Nee, der liegt hier. Ja doch, der ist aber explodiert, so wie es aussieht. Aber ob der bis da hinten hinreicht? So, ansonsten... Oh, was ist das? Achso, ist ein Autositz. Ein umgelegter Autositz quasi. Oh, da liegt noch jemand. Siedler. Das sollten wir nicht den Plünderern überlassen. Orange Mentats, Medics und Buff Out. Boah, lohnenswerter Ausflug hier. In die Garage. Auch so wegen Erfahrungspunkten und so. Mit den Ghoulen. Kann man mal machen. Kann man ja mitnehmen. Ach toll. Und jetzt habe ich hier an dem Ende den Protektron. Das, das trifft sich ja mal wieder ganz hervorragend. Ohne Lunchbox. Tada! Eine Nudelschale. Ha, voll schön. Voltec Lunchbox. Achso, und das ist dann wahrscheinlich die andere Tür, die ich vorher schon gesehen hatte. So, hier ist wieder ein Terminal. Einsteiger. Vielleicht, ich versuche es nochmal mit einem Einsteiger-Terminal. Vielleicht schaffe ich das ja. Boah, wie mich das ärgert. Das ist wirklich unglaublich gerade. Wie mich dieses Terminal einfach mal ärgert. Ja, das sind schöne kurze Wörter. Vielleicht schaffe ich das ja. So, versuchen wir es mal direkt mit dem Mace hier. Ein Treffer. Immer noch ein Treffer. Immer noch ein Treffer. Und gleich wird es wieder gesperrt. Das ist super.
geschafft. Ah, Wahnsinn. Ich glaub's ja nicht. Und Level Up dadurch. Protektron-Steuerung. Schade, jetzt habe ich keine Gegner mehr hier. Jetzt würde ich den gerne. Jetzt hätte ich den gerne auf die Gegner gehetzt. Na, ja, mach mal Feuerwehr. Keine Ahnung warum, einfach so. Weil man es kann. Und dann aktivieren wir den guten Kerl noch, damit er hier ein bisschen rumläuft. Huch, huch, huch. Was ist denn da los? Huch. Diesen? Dieser hier? Ich schütze und diene. Ich schütze und diene. Bitte bewahren Sie im Fall einer Verletzung Ruhe. Schön. Ja gut, dann schütze und diene du mal. Dann sind wir, glaube ich, hier unten durch. Oder war an dem Auto hier leichter schon? Hier war auch ein... Ah, doch, hier. Rettungsring und Becherglas. Hätte ich ja fast übersehen. Oh mein Gott. Man weiß nie, wann man mal einen Rettungsring braucht. Und Becherglas. So, dann können wir hier wieder raus. Ja, dann bleibt immer noch die blöde Tür mit dem anderen Terminal, die mich gerade tierisch abfuckt. Um es mal so auszudrücken. Und, achso, oben in der Nähe vom Parkhaus ist noch was, was ich euch zeigen möchte. Und zwar auch ein kleiner witziger Automat quasi. Achso, jetzt bin ich schon eins zu hoch. Ist egal. Springen wir einfach hier wieder runter. Hier. Ein Porta Diner. Da, dieses leckere Stück Kuchen hätte ich doch gerne. Tja. Funktioniert ja super. Finde ich aber auch schön, dass genau dieses eine Stück da oben sieht noch so total schmackhaft aus. Total köstlich, während alles andere drumherum halt ne, seine 200 Jahre hinter sich hat. So ungefähr. Ja, funktioniert leider nicht besonders gut, der Automat. Also das ist jetzt schon das vierte Mal, dass ich es ausprobiere. Jedes Mal mit dem gleichen Ergebnis. Man kriegt es einfach nicht da raus. Es kommt einfach nicht, das Stück Kuchen. Da hat man so ein leckeres Dessert vor Augen und muss trotzdem verhungern. Tja, die Technik. Gut, das war das. Das wollte ich euch auch noch gezeigt haben. Und dann gab es hier auf der Ecke einen Diner. Da waren wir auch zuletzt drin. Ich glaube, da haben wir uns sogar aus der letzten Folge verabschiedet. Nachdem Dogmeat hier was gefunden hatte. Und wenn man hier runter geht, gibt es da tatsächlich noch Kellerräume. So, und das sieht auch irgendwie special aus hier. Ich weiß nicht warum. Slocum Joe's Keller. Schauen wir einfach mal rein. Mal sehen, was uns im Keller erwartet. Gott sagen, wo ist mein Preston-Begleiter hier? Da ist er. So, dann schauen wir doch mal. Hm, okay. Sieht jetzt auf den ersten Blick mal nicht so besonders spektakulär aus. Wer weiß, was für Geheimnisse der hier noch hat. Aber obwohl, sieht jetzt tatsächlich nicht besonders spektakulär aus. Und wir sammeln einfach mal einen Bücherschrank öffnen. Oh, oh, Moment einmal. Ach. Ach was. Hinter dem Bücherschrank versteckt sich ein Aufzug. Also wenn das jetzt nicht doch schnell zu irgendwas Besonderem geworden ist, dann weiß ich auch nicht. Dann schauen wir uns erst noch schnell hier rum. Holen die restlichen Sachen raus und dann werden wir mal den Aufzug benutzen. Das ist natürlich auch mal interessant. Und schon ist der Keller doch plötzlich wieder besonders geworden. Nachdem er zuerst so unscheinbar aussah. Gelber Trenchcoat. Oh, ich glaube, das habe ich auch noch nie gehabt bis jetzt. Noch nicht gefunden. Wieder ein neues Teil für meine Klamottenkiste. Ja, hoch. So, ich glaube, das war alles, was hier so rumlag.
die Schüssel noch. Na, kann ich die Kiste darunter heben? Nö, auf den Schränken ist auch nichts. Okay, dann Aufzug. Der Aufzug ist außer Betrieb. Ach nein, komm. Ach komm, jetzt hat man hier was Besonderes gefunden. Willst du mich verarschen? Wie kriege ich den denn? Kriege ich den irgendwie in Betrieb? Kann ich den nicht irgendwie... Kannst du doch jetzt nicht machen. Außer Betrieb. Was soll das denn? Gibt's hier nicht irgendwas, womit man den wieder in Betrieb setzen kann? Oder vielleicht von außen? Muss ich irgendwo einen Fusionskern reinstecken oder so? Ah, hier ist definitiv nichts mehr. Ach Mann! Die können doch nicht hier einen geheimen Aufzug hinter den Bücherschrank verstecken und mich dann nicht damit fahren lassen. Das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit. Vor allem hier, die Lampen haben Strom, ne? So, gibt's hier nicht irgendwas? Employees only. Kann ich hier irgendwas aktivieren oder so? Oder führt der Aufzug hier vorbei? Nee. Oh, veräppelt mich doch nicht, Leute. Kann doch nicht machen. Nee, hier kann man auch nichts tun. Wenn ich jetzt weiter hier hochgehe, kam ich, glaube ich, irgendwo wieder raus. Ja, hier, das bringt mir auch mal nichts. Oh, ich glaube, da muss ich mich aber mal informieren, ob mit dem Aufzug irgendwas ist. Ah, ups. Das ist ja ärgerlich. Jetzt weiß ich auch nicht, auf welcher Seite das hier ist. Wo der denn... Wo will der überhaupt hin? Der kann ja eigentlich nur... Geh aus dem Weg. Der kann doch eigentlich nur nach... Nach unten irgendwo fahren, oder? Ins Unterirdische. Weil nach oben gibt's ja nicht mehr viel. Oh, da bin ich aber neugierig jetzt. Blöder Aufzug. Wie kriege ich den denn aktiviert dann? Das ärgert mich jetzt. Komme ich da oben auf das Dach nicht drauf irgendwie? Oder ist hier irgendwo noch was gewesen, das ich übersehen habe? So versteckt wie das Bücherregal hier hinterm Tresen oder so. Hier lag ein Kronkorkenvorrat, also so eine Capsbox. Aber ansonsten sieht es nicht so aus, als wäre hier noch was. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Gibt es hier nicht irgendwelche Knöpfe und Schalter? Das ärgert mich jetzt. Jetzt habe ich irgendwas Cooles gefunden. Man kann damit überhaupt nichts anfangen. Die bauen doch nicht einfach so einen Aufzug hin, mit dem man nichts machen kann. Das ist nicht fair. Aber hier ist nichts. Hier komme ich auch nirgendwo anders hin. Komme ich hier auf das Dach raus? Vielleicht irgendwie... Okay, auf das Dach komme ich, aber auch hier ist nichts. Mann, ey. Das nervt. Das nervt ziemlich. Hm. Okay, kurioser Aufzug. Jetzt würde ich mich nochmal am Terminal versuchen. Wir haben weniger als eine Minute eigentlich noch Zeit. So, jetzt muss ich es erstmal wiederfinden. Das war da vorne irgendwo. Das wurmt mich ja. Jetzt beides. Das blöde Terminal und der dämliche Aufzug. Da würde ich ja jetzt echt gerne wissen, was es damit auf sich hat. Ich laufe schon wieder sinnlos im Kreis. Wo war denn das jetzt da? Ich glaube, das ist der Eingang. Ja. So, blödes Terminal. Jetzt komm mal her und lass dich öffnen. Gefälligst. Nehmen wir das Wort Success. Successfully nehmen wir dieses Wort, cool. Hoffentlich. Ach, komm, willst du mich verarschen? Ich glaub's ja nicht. Erfolg, Erfolg, yeah! Sicherheitstürsteuerung. Tür öffnen, ja bitte. Ah, oh, ich komme mir verarscht vor.
Aber da passte wenigstens das Passwort jetzt mal. Aha! Erwischt! Ein Safe und Vorkriegsgeld. Und ansonsten nichts. Nun gut, dann knacken wir noch schnell den Safe. Und dann... Na... Ah, die Loser-Folge. Die Loser-Folge, ich sag's ja. So. Geschafft. Patronen, Pistole, Patronen, Golduhr, Vorkriegsgeld. Alles klar. Gut, das waren die Sachen in Lexington. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das eine ganze Folge lang dauert. Aber ja, die Loserei hier am Terminal und der dämliche Aufzug, von dem ich noch nicht weiß, was es soll, haben mich dann doch ein bisschen Zeit gekostet. So, Lexington erkläre ich dann hiermit für abgeschlossen. Es sei denn, mir kommt noch irgendwie ein Geistesblitz, was den Aufzug betrifft. Ansonsten werden wir weiterziehen in der nächsten Folge. Ja, wohin überrasche ich euch dann? Weiß ich noch nicht. Muss ich nochmal schauen, was da noch alles so offen ist. Also ist ja eigentlich alles noch offen. Die ganze Welt ist ja noch offen. Wir sind ja gerade erst irgendwie, keine Ahnung, in der zweiten Siedlung oder so. Ist ja noch gar nicht viel passiert. Ja, auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen, wer denn so lange durchgehalten hat in der Loser-Folge hier. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es hoffentlich auch wieder etwas spannender wird und etwas actionreicher. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann. Vielen Dank fürs Zusehen und macht's gut.